Mahlzeit. Die Palme hier wälzt sich auf jeden Fall gerade ordentlich ein von der Palme. Aber das ist nicht die einzige, die genauso verfährt. Hier ist ein ganzer Palmenhain. Und da würde ich jetzt erstmal schön absahen, was es abzusahen gibt. Wie zum Beispiel diese Mana-Pflanze. Vielleicht auch das eine oder andere kühle Bad nehmen. Geil, man springt ins kühle Nass und fällt genau auf den harten Felsen drauf. Das ist genau, was man will. Boah, aber ganz ehrlich. Ich habe schon mal gesagt, aber ich liebe diese feine Pflanze hier besonders. Und dass die hier so hoch ist. Also ist auch eine der schönsten Oasen. Es ist, glaube ich, langsam schon ein Running Gag, dass ich irgendwie bei jeder Oase sage, das ist die schönste Oase. Aber es ist halt auch so. Also, es sind alle wunderschön. Nicht alle, aber viele halt. Und bei den vielen, da kann ich es mir nicht nehmen lassen, meine Faszination für diese Schönheit kundzutun. Ja. Okay, ich dachte gerade, war ich hier schon, weil es wirkt irgendwie so leer. Aber wahrscheinlich war ich hier noch nicht. Es wirkt nur so leer. Weil hier einfach generell nicht so viel abgeht bei dieser Oase, okay? Akzeptier es. Ach Mann, immer diese Fackelverschwendung versehentlich. So, Löwen da hinten. Ha, Löwin. Wo ist euer Papa? Ah, da kommt er. Zack, sehr schön. Der Papa wird schon richten. Der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was kein anderer gerne tut. Zerbrochene Bank. Andere zerbrochene Sache. Oh, Alter. Und vor allem schwebendes Gestein. Kann man mal machen. Wenn man will, dann kann man das machen. Steht jedem offen, es zu tun oder nicht zu tun. Aber wenn jemand sagt, ich will das tun, dann kann er das machen. Das finde ich auch cool. Diese Schräge, die aber so. Ja, so eine freie Bahn einfach. Hier könnte man gut runterschlittern. Im Schlitten. Jetzt sagt er bestimmt Schlitten. Damit fährt man auch im Schnee. Tja, aber ich erzähle euch meine Story. Ich habe mal erzählt bekommen, dass sich jemand einen Schlitten ausgeliehen hat. Also jemand hat einen Schlitten ausgeliehen an jemand anders im Winter, hatten sich im Sommer zurückgeholt und in dieser Stadt gibt es eine Stelle wo ganz lange Treppen runterführen und im Sommer ist dann einfach mit dem Schlitten die Treppen runtergefahren. Dann waren die Kufen schon mal schön poliert. Ist die Nummer riskant? Ja. Aber es ist ja nochmal gut gegangen. Sollte er die erst nachmachen? Nö. Aber habe ich Bock, jetzt hier den Moralapostel zu spielen und euch vorzuschreiben, was er machen sollte und was nicht? Nö, natürlich auch nicht. Es obliegt eurer eigenen. Es obliegt eurer eigenen Einschätzungsgabe, wer jetzt mit dieser Information weiter verfahrt, dass ich euch erzählt habe, dass es jemand gemacht hat. Es ist ausdrücklich keine Empfehlung, es nachzumachen. Ausdrücklich sogar. Ich rate ausdrücklich davon ab, es nachzumachen. Ne? So, hier Zauberwurzel, Zauberwurzel. Überleg mal, vor allem, du kannst ja dann auch nicht bremsen. Auf Treppen. Da kannst du nicht einfach wie du im Schnee kannst du die Füße dann in den Schnee rammen und bremsen. Aber du kannst ja nicht mit Treppen und die das geht, da fährt man ein bisschen. Also es sind nicht Treppen, die nach einer Sekunde vorbei sind. Das sind Treppen, die einen Berg hochführen, verstehst du? Aber richtig massive Steintreppen, keine Erde oder so. Und da kannst du nicht bremsen. Und dann rast du da runter. Krasse, krasse, krasse Nummer. Nicht schlecht. Je nach Ausgang. Ich bin sehr froh darüber, dass es auch diese Bäume hier in verschiedenen Modellen gibt. Beziehungsweise dieser Zacken, der da raussteht, den sehe ich bei dem Baum dort drüben an anderer Stelle. Und zwar an seinem äußersten linken Ende. Das heißt, es sind verschiedene Bauteile, aus denen die zusammengesetzt sind. Bei Gothic 3 wurde auch Speedtree verwendet, ein Tool, um Vegetation zügiger über größere Flächen verteilen zu können. Bei Risen haben sie es auch verwendet. Speed Tree.
Man kann quasi damit Vegetation malen, wie mit einem Pinsel. Kannst einfach mal einen Wald malen. Muss man sich mal geben. Sehr gut. Habe ich überhaupt schon mal irgendwas von diesen Sandcrawler Trophäen verwendet? Ich glaube kaum. Sandcrawler sind auch so richtig lustige Schnetzelfiecher mittlerweile. Ich habe doch nur ein bisschen mich lustig gemacht. Müsste nicht gleich, muss die Rache gleich so grausam ausfallen, hä? Offenbar schon, wenn es nach manchen Leuten geht. Oh, geil, Level up. Cool, damit lerne ich jetzt gleich Eisexplosion. Nefarius müsste ja noch irgendwo hier direkt in der Nähe sein. Wir sind ja immer noch am Arsch der Welt hoch 10. Ein bisschen da drüben in der. Wobei, möglicherweise befindet er sich. Findet er sich, was laber ich? Möglicherweise kann ich das auch bei Satoras lernen. Will ich mal ausprobieren. Es gibt halt in Varant sehr große Flächen. Also es gibt sehr große Strecken, innerhalb derer man mit Teleportsteinen nichts abkürzen kann, weil hier lange Zeit keine Stadt kommt. Ja? Das heißt, hier, ich will mich jetzt eigentlich mitten auf so einer Durststrecke nicht wegteleportieren und dann muss ich erst wieder zurückrennen, und um hier alles zu regeln. Diese Ruinen in Varant, die sind ganz häufig von Ogern besetzt. Und die, naja, die geben ihre Stellung natürlich nicht so leicht wieder auf. Ach Mann, komm schon. Wie wir hier jetzt sehen. So, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr vorteilhafte Stellung, in der ich mich momentan befinde. Ach, geil, so macht es am meisten Spaß. Boah. Es regnet Erfahrung. Geil. So was Geiles. Ja, wie weit ist denn Nefarius Zelt weg? Ich kann es gerade gar nicht ordentlich einschätzen. Egal. Ich riskiere erstmal, dass ich das auch noch bei einem anderen Wassermagier lernen kann. Wenn nicht, teleportiere ich mich einfach nach Ishtar und dann werde ich schon früh genug wieder in Nefarius Arme rennen. Hier ist auch noch so eine alte Ruine, wo ich glaube ich auch noch nicht abgestaubt habe. Oder war ich hier etwa schon? Oder ist das diese Treppe, über die ich schon beim letzten Mal rumphilosophiert habe? Oh, Krokodile, aber tote Krokodile. Das lässt darauf schließen, dass ich hier bereits war. Es sei denn, hier gibt es irgendwelche anderen Feinde, die diese Krokodile haben. Boah. Das erinnert mich einfach ein bisschen an Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins hatte auch wunderschöne Oasen- und Wüstenabschnitte. Vor allem auch die Vegetation in solchen Oasengebieten und so. Ein Traum. Ach hier, da war dieser Tempelwächter und so. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So, und da oben ist quasi das Gebiet mit den ganzen schönen Oasen, das ich schon abgefrühstückt habe. Da drüben ist, glaube ich, die kleine Ruine, bei der ich gerade wütete, soeben, als es die Erfahrung regnete. Der Regen war natürlich etwas, das folgte aus diesem Wüten, ne? Keule hinterher. So, jetzt sind schon wieder 160 Keulchen, die ich noch brauche. Ist da alles kein Problem? Wie viel rohes Fleisch habe ich denn inzwischen? 41, ja, okay. Ja, es dauert zwar noch ein bisschen, aber hier in Varant sind natürlich auch die fleischlastigsten Viecher nicht unbedingt unterwegs. Kommt Zeit, kommt Fleisch. Altes chinesisches Sprichwort. Habe ich damals gelernt in meinen Lehrjahren auf den Azoren. So, hier sind auch wieder wunderschöne von wuscheligem Gras bewachsene Ebenen. Das kam auch mit den Community-Patches erst hinzu, dass das Gras wackelt, wenn man darin umherläuft. Und das finde ich rein optisch, finde ich das schon sehr angenehm. So, ich gehe erstmal nach Morasul, schnappe mir den Teleportstein dort. Ich hoffe, dass ich ihn relativ zügig finde. Und dann teleportiere ich mich nach Al-Shedim. Guck, was ich irgendwie lernen kann bei Satoras, Eisexplosion und so weiter. Also, die Flammenwelle ist halt bei Schaden 400.
Die Eisexplosion ist bei Schaden 600. Okay. Das steht für mich gar nicht mehr so zur Debatte, ob ich die lernen soll. Vielleicht ist das auch einfach so was Besonderes, dass nur Nefarius sie mir beibringen kann. Gut möglich. Eigentlich hier im grünen Tal. Also ich muss nur dieses grüne Tal finden, um Nefarius zu finden. Aber das macht natürlich alles in allem, ihn zu finden, auch nicht unbedingt einfacher. Schwerer natürlich auch nicht. Aber gut, insofern einfacher. Nö, wenn ich weiß, wo das grüne Tal. Ich hätte sein Zelt auch so gefunden. Ob ich jetzt sein Zelt suche, das grüne Tal, ist beides gleich einfach zu finden, aber. Hier war ich scheinbar auch schon. Da liegen nämlich eine Menge Blutfliegen rum. Kammerjäger war schon da. Fliegenklatsche wurde ausgepackt. Ach, ich wollte ja mal erzählen, was mit der Fliege in meinem Klo passiert ist. Ich weiß es nicht. Mücke war es sogar. Blutfliege, genau. Sie hat sie nicht mehr blicken lassen. Lass sie nicht mehr blicken! Habe ich noch hinterhergerufen ins Klo hinein. Und seitdem kam da erstmal kein Feedback mehr. Ich bin gespannt, wie sie entwickelt. Vielleicht entschließt sie sich irgendwann dazu, sich mal wieder blicken zu lassen. Aber bisher steht die Ampel eher auf Rot, was das angeht, hä? So, gibt es hier irgendwas zu buddeln? Ne, die haben ihren Kollegen noch begraben. Ah doch, ihren Kollegen haben sie noch begraben und dann sind sie selbst von der sengenden Hitze. Sieh mal einer an. Erledigt worden. Da hinten ist das der Tempel von Morasul. Ne, das ist, glaube ich, Al-Shidim, oder? Diese hohen Türme. Der Tempel von Morasul ist wahrscheinlich näher an Morasul dran. Vielleicht aber auch nicht. Doch, er ist dort auf der anderen Seite. Und darum sehe ich ihn hier auch nicht, weil sie auf der anderen Seite. Oh. Nomadenpack. Ich glaube, das sind die Nomaden, bei denen ich neulich schon war. So, diesmal werde ich jetzt aber wirklich nach Morasul reingehen. Was willst du? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Und nicht so irgendwie nur mal streifen und dann wieder abhauen. Nein. Diesmal wird Morasul wird diesmal nicht umhinkommen, Bekanntschaft mit mir machen zu dürfen. Ich glaube, der Typ da unten, der hat irgendwas mit Wasser zu tun, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt's? Da ist auch sein Brunnen. Du kommst zur rechten Zeit, Vater der Tüchtigkeit. Ich sage es nur ungern, aber meine eigenen Wachen haben mich ausgeraubt. Diese Hunde, sie sollen keine Tropfen Wasser mehr finden. Guck, Wasser, sag ich doch. Du handelst mit Wasser? Ich muss. Es kann ein lukratives Geschäft sein, Herr der 1000 Abenteuer. Was gibt ein verdurstender Reisender nicht alles für einen kühlen Schluck aus meinem Brunnen? Wenn du alles. Willst, kann ich dir auch einen kühlen Schluck anbieten. Ja, aber erzähl mal erstmal die Story. Du willst dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Wenn du etwas für mich tun willst, dann bring diese Burschen zur Strecke. Ich habe die Sache schon an den Kopfgeldjäger Bandaro weitergegeben. Doch seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Sauerei. Was haben dir die Wachen gestohlen? Alles. Es waren mindestens 700 Goldstücke. 700 Rügenwalder. Boah. Haben die einfach mal eine ganze Ladung Rügenwalder abgezogen. Ich bring dir dein Gold zurück. Frech. Das wäre nur zu gütig, Meister der Großzügigkeit. Okay, aber... Ich werde deine Wachen erledigen. Ich hoffe, dass sie bereits unter Innos unbarmherziger Sonne verdorrt sind. Körper sollen ver... Ja, schon gut. Verwesen. Finden, hörst du? Klar, ich bin ja nicht taub. So, hier ein bisschen Schluck Wasser noch. Ein Hammer. Die haben alle einen so einen Hammer dabei. Hammer, wie du dich bewegst in der Maut, wie Hammer. Hä, scheiße, das ist ein Scheißbug. Absolut beschissener Bug hier. Absolut unterirdisch, echt. Ich kann nichts machen. Kann ich mir rauscheaten? Marvin, Steuerung H. Okay. Oh ne, Steuerung K? Steuerung H? Boah, ernsthaft? Ah, ich kann ins Menü, ich kann laden. Gut, das ist die Hauptsache, dann lade ich einmal den hier. Und dann deaktiviere ich den Marvin natürlich wieder. Ich konnte nämlich gerade nicht mal ins Menü. Unterirdisch, echt. Das ist das Assigste. Das gab schon in Gothic 1 und 2. Du hängst in irgendeinem Dialog fest und nichts mehr geht. Das war irgendwie, ich habe so ganz schnell gespeichert und dann ganz schnell nochmal, ich weiß auch nicht, so, Marvin, gehen wir wieder raus. Kein Cheat soll während dieses Let's Plays dazu eingesetzt werden.
das Spielerlebnis zu vereinfachen? Nein. Das ist nur bei Notfällen, bei extremen Situationen erfordern extreme Maßnahmen. Kommt dieser Spruch nicht ursprünglich von Napoleon? Ich glaube, ich habe zumindest neulich einen Podcast angehört, in dem aus Napoleon Werken zitiert wurde und da fiel auch diese Aussage. Okay. Handelst mit Wasser? Ah ja, logisch. Okay, sehr gut. Ich werde erledigen. Ich werde Gold zurückbringen und so weiter. Sehr gut. Zeig mir deine. So, das sind dann auch zwei separate Quests. Schön nochmal. Jetzt wird sie Quest rausgequetscht. Gut gemacht, Piranha Bytes. So, hier die Schrottspitzhacken brauche ich gar nicht. Müssen mir gar nicht mit ankommen. Mit solchem Tant, Nordmar-Armbrust, kann ich auch getrost verscherbeln. Komm, ist viel zu viel Ramsch, den ich hier spazieren trage. 68.000, geil, gleich habe ich die 70.000 voll. Komm, ich mache die 70.000 voll, ich kann es nicht ertragen. Zeig mir dann. Oh, das geht leider nicht, schade. Na gut, tschüss. Man sieht sich. So, hier ist mega die Sackgasse. Glaub nicht, dass ich mich davon aufhalten lasse. Braucht doch gar nicht glauben. Ach, scheiße. Also generell so überhaupt gar nicht lasse ich mich davon aufhalten. Spezifisch vielleicht schon mal, ja, aber generalisiert. Ihr müsst immer beachten, das sind immer generalisierte Aussagen, die ich raushaue. Und in dem Zusammenhang gilt absolut, dass ich mich davon nicht aufhalten lasse. Nur, dass ich außen rum renne, heißt ja nicht, dass es mir auffällt. Bin ich jetzt da, wo ich hin wollte? Ja, ich bin da, wo ich hin wollte. Also hat es mir nicht aufgehalten, ganz einfach. Erfolg gibt Recht, das Ergebnis zählt. Müsst ihr gar nicht so erbsenzählerisch auf irgendwelchen Details beharren. Findet ihr das nicht selber nervig? Findet ihr euch nicht selber nervig, wenn ihr sowas tut? Hä? Seid mal ganz ehrlich mit euch selber. So, zack, sehr gut. Das ist auch erstmal nochmal ein ganzes Snapper-Rudel, was dadurch mit links beseitigt wurde. Ich freue mich schon, wenn ich als nächstes die Eisexplosion beherrsche. Adonos Macht wird mir als nächstes gewährt, darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich auch darauf sehr, endlich mal wieder diesen Schild anzulegen. Nervt mich schon hardcore genug, dass ich den über weite Strecken nicht anhatte. Ich glaube, ich nehme die Folge nochmal neu auf. So, jetzt aber hier. Auch schön, schöne Oase und so, aber jetzt wird schon langsam mal Zeit, Morazul, diese Perle selbst zu betreten. Ne? Das Geile ist ja auch, wie schön individuell jede Wüstenstadt gebaut wurde. Klar, ein paar so Käfer wie Lago und so sind einfach nur ein paar Hütten hingepflanzt, aber hier gerade Morazul ist so schön, eigen. Ich freue mich extrem darauf, durch seine Straßen, durch ihre Straßen zu wandeln und euch mal ein bisschen näher zu bringen, was er so zu bieten hat. 5:30 Uhr abends, das ist die perfekte Zeit, um in der neuen Stadt einzukehren. Stör mich nicht. Okay. So, was sind hier für Gestalten? Wird Zeit, dass ich was esse. Ja, gönn dir einen knackigen Apfel. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Wein. Wein, Weib und Gesang. Und das Ganze ein Leben lang. Wenn das nicht mehr wäre, ich armer Tor, dann wäre mir Angst und Bang. Assassin. Oh, Alter, Assassin. 18 Stück von diesen Klingen. Okay, mal schauen, ob. Ja, ja, komm, da können wir noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Wenn der Bursche schon mit so viel Kohle in den Taschen rumrennt, dann will ich doch dafür sorgen, dass davon auch ein bisschen was an mich weitergegeben wird. Ja, diese Chance lasse ich mir keineswegs durch die Lappen rutschen. Ich denke, die entschlappert mir einfach so. Nein, liegt auch vollkommen falsch. So, ich habe sicherlich auch einige Fälle, von denen ich längst nicht alle, die ich da habe, brauche. Und Kelche und so ein Ramsch. Alles cool. Also Ramsch ist ein bisschen arg abwertend für einen goldenen Kelch. Völlig klar. So, Klauen. So, lass mal schön gedrückt hier. Oh, 22.000, jetzt habe ich es mal wieder übertrieben, ein kleines bisschen. Okay, sehr schön. Zack,
Exzellent, 226 habe ich ihm noch gelassen, 89.000, 100.000 Goldmünzen habe ich demnächst komplett. Dann fehlen nur noch die 1.000 Keulen und dann ist alles schön. Ismail. Hey. Ich bin Ismail, der Schmied hier, der einzige Schmied weit und breit. Verstehe, dann hast du wohl viel zu tun. Das kannst du glauben, fast jeder hier trägt eine Waffe von mir. Okay. Wo gibt es hier was zu holen? Hast du schon in der Arena gekämpft? Felipe hat was ganz Besonderes aufgetrieben. Der nächste Champion bekommt die Mondklinge. Ist das nichts für dich? Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Wenn du noch eine Waffe brauchst, ich kann dir was verkaufen. Und wenn du wissen willst, wie du eine Klinge schmiedest, das kann ich dir auch zeigen. Als ob der Typ so steinalt aussieht, aber ich mag ihn, das ist ein netter. Lass mich mal einen Blick auf deine Waren werfen. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Und was ist das? Ach, das ist die Anleitung für das. Nee, das ist nochmal was anderes. Das sieht cool aus. Soll ich mir mal kaufen? Sieht cool aus. Das verkaufe ich dir nicht. Das Erst musst du beweisen, dass du würdig bist. Schade. Das verkaufe ich dir nicht. Erst musst du beweisen, dass du würdig bist. Geil, ein anderer sagt auch, du bist nicht würdig. Sagt auch so ein anderer. Okay, ich will jetzt wenigstens mal noch die 90.000 voll machen. Das ist mir ein inneres Verlangen. Sandcrawler-Zangen. Das war sogar ein Reim. Lurker-Clown. I. Sandcrawler-Zangen. Clown, ich glaube Zähne brauche ich für Schaffenpfeile, richtig, die behalte ich. So viele Zähne habe ich, krass. So gebrochene Crawlerplatten, ich glaube das ist Tant, mit dem ich rein gar nichts mehr anzufangen weiß. Gold, pure Goldbahn. Pfanne, Pfeife, die ganzen PFs brauche ich nicht doppelt. Okay, Stachel sind noch ganz gut für Gift und so weiter. Egal, muss ja nicht die 100.000 gleich auf einen Schlag vorher machen. Stück für Stück klettere ich die Reichtum, die Leiter des Reichtums empor, meine ich. So, hier ist auch schön hier drin. Wir kriegen beide noch Mach Ärger. Hier keinen Ärger, klar? Ja, ist klar. Hast du zu viel Zeit? Ich glaube, es ist diese coole Rüstung, die ich da kaufen kann. Die sieht so schön aus. Ich würde gerne mit ihr am Leibe durch die Gegend ran, egal ob ich dann das Assassine gelte oder nicht. Aber die sieht einfach schön aus. So, wer kehrt hier? So seinen Eingang. Hey, du, suchst du auch nach den Tempelschlüssel? Wie bitte? In dieser verfluchten Stadt gibt es doch nur noch ein Thema. Die Artefaktschlüssel zum Tempel von Morasul. Ach was. Der Typ in meiner Kneipe stellt viele Fragen über den Tempel. Ich glaube, er weiß zu etwas. Viele. Vielleicht redest du mal mit ihm. Was willst du trinken? Oder bist du schon pleite? Wie meinst du das? Nicht Morasul ganz. Morasul ist ein teures Pflaster. Wenn du hier kein Gold hast, bist du schnell aufgeschmissen. Keine Sorge. Du siehst nicht aus wie ein Assassine. Das liegt wohl daran, dass ich aus Myrtana komme. Verstehe. Wie kann ich hier Gold machen? Du kannst natürlich versuchen, mit den Händlern ein paar Geschäfte zu machen. Ich denke jedoch, die Arena ist eher ein Ort für dich. Hey, vielleicht sollte ich auf dich setzen. Mal sehen, ich denke, ein paar Münzen kann ich riskieren. Sonst noch was? Naja, und wenn du wirklich ganz dringend Gold brauchst, kann ich dir was vorstrecken. Tatsächlich? Lema. Wie viel? Naja, für dich sagen wir 1.000. Da gibst du mir aber noch 400 mehr zurück. Ich hab doch schon 90.000, Alter. Das könnte ich jetzt aus reinem Fun machen. Aber das wäre natürlich blanker Hohn. Kirk, bist du der Typ, der über einen Tempel Bescheid weiß? Oder was hab ich da gehört? Ein Orksöldner. Interesse an einem kleinen Geschäft? Eine Menge Mittellandmorros sind hier anzutreffen. Was hast du anzubieten? Oh, ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt, was? Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Morasul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Was macht ein Söldner in Morasul? Geschäfte, was sonst? Du bist doch auch hier, um abzusahnen, oder etwa nicht?
Logisch, also, ja, mit der Info. Wo ist der Tempelschlüssel? Hast du das Gold? Logisch. Ja, hier. Gut, also, der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Okay, los geht's. Führe mich zu den Wüstenräubern. Alles klar. Kurzen Prozess. Aha, ich habe jetzt den Teleport schon nicht abgesahnt. Egal, den sahne ich gleich ab. Ich weiß ja jetzt sowieso gerade noch nicht, wo der ist. Könnte ich mal nachschauen bis zur nächsten Folge. Hä, wo ist er denn? Aha, okay. Der flitzt einfach los, ohne Rücksicht zu nehmen auf mein Hinkebein. Doch, er nimmt Rücksicht, sehr gut. Ah, hier will ich auch, eigentlich auch noch gleich in die Gruft reinschauen. Aber eins nach dem anderen, das fühlt sich natürlich schon wieder so nach der typischen Gothic-Falle an. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr, ob es eigentlich eine ist oder nicht, werden wir gleich sehen. Ich lasse mich überraschen, genug Mana habe ich hier im Gepäck. Kirk. Wäre natürlich besonders praktisch, wenn diese Wüstenräuber gleichzeitig auch die Wachen wären, die ich für den da unten erledigen soll. Ach, die da hinten, ne? Okay. Aber die haben ja keinen besonderen Namen. Wollen wir doch mal schauen. So, ich speichere mal zwischendrin. Alter, sollen wir vielleicht noch ein bisschen langsamer gehen? Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Erst begleiche ich mich, dass es zu schnell ist, dann begleiche ich mich, dass es zu lahm ist. Und so, entweder die Leute nörgeln, dass es zu warm ist oder so, dass es zu kalt Freund, ist. Jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Verstehe. Du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell deine erbeuteten Tempelschlüssel gibst. Woher willst du wissen, dass ich welche habe? Ich habe gar keine. Die dämlichen Dinger sind hier ein Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Mor'Azul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und die werde ich jetzt aus dir herausprügeln. Ich werde es dir zeigen. Bist du langweilig, Alter. Oh. Ah. Deine Tarnung ist aufgeflogen. Und die deiner Freunde. Wobei, das war gar keine Tarnung. Die sind, was sie sind. Okay. So. Finde den fünften Tempelschlüssel. Sehr gut. Tempelschlüssel erhalten. Den fünften direkt, dann brauche ich nur den vierten, den dritten, den zweiten und den ersten. Und dann wird dieser Tempel auch noch platt gemacht, wie ich es schon bei so manch anderem Tempel in dieser vermaledeiten Wüste getan habe. Vermaledeit, aber schön. Die Assassinen selbst sagen ja, Innos sengender Fluch. Also aus assassinischer Sicht selbst ist es eine vermaledeite Wüste. Wisst ihr, das ist gar nicht unhöflich den Assassinen gegenüber gemeint, wenn ich sowas sage. Nein. Es ist einfach nur ein Aufgreifen ihrer Worte. Ja? Auch wenn ich natürlich Innos Sonne hier eher als Segen, als einen Fluch ansehe, aber sengend ist sie alle Male. Und wenn mir das Wasser ausgeht, dann werde ich wahrscheinlich früher oder später diese Ansicht des Assassinenvolkes durchaus teilen. Störe mich nicht. Die Jungs im Turban sind auch richtig witzig. Wurzeln und Steine reiß ich raus. Und der Rest lass dinne. So, du solltest zack, jetzt ich will zack. Keinen Ärger haben. Mach hier keinen Ärger. Besser. Klar. Dann spar dir mal lieber die Sprüche. So. Lass mich in Ruhe. In Ruhe. Hamid, wie läuft's in Mor'Azul? Wie kann dir Hamid zu Diensten sein, Sohn der weiten Reisen? Ein Mann geil. Wie du ist bestimmt interessiert an einem guten Geschäft, richtig? Immer, immer. Was für ein Geschäft willst du mir anbieten? Schon seit vielen Jahren suche ich nach einem besonderen Artefakt. Das Amulett der Zauberei. Ein Relikt des alten Volkes. Wo liegt das Ding? Irgendwo in den Ruinen? Nicht länger. Fleißige Sklavenhände haben es aus dem Sand gegraben. Geil. Nun ist es in der Hand von Lydia, dem Artefakthändler. Ach, Alter, es ist einfach so traumhaft geschrieben. Warum gehst du nicht los und kaufst das Amulett einfach? Das ist nicht so einfach, Sohn der klaren Worte. Wenn Ilya erfährt, dass es für mich ist, wird er den Preis in die Höhe treiben. So wie der Schatten, der es wollte, kommt nicht mehr. Ich besorgte das Amulett von Ilya. Hier, nimm das Gold. Es wird reichen, wenn du schlau bist.
Hier, oh, vielen Dank. Okay, wenn ich schlau bin. Ansonsten habe ich halt auch noch 90.000 Argumente in der Tasche. Mal kurz ein paar Notizen machen. So, zack, okay. Naja. Masil, ich werde den schon noch finden, aber erst beim nächsten Mal, Freunde. Und dann beim nächsten Mal, auch ganz wichtig, wir haben uns mal die legendäre, weltberühmte Arena von Mor'Azul genauer anschauen und auch da mal ein bisschen die Klinge schwingen. Bis dann, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich natürlich für jeden Daumen hoch und für alle. Bei allen, die diesen Kanal auf Patreon unterstützen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ciao.